Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Witcher 3. Ich stehe noch am Banditenlager, das wir beim letzten Mal auseinandergenommen haben. Und ich sehe gerade, dass der Honig schon wieder da ist. Ah, Moment, das war mal wieder falsch. Wie immer eigentlich. Die Honigwaben sind wieder da, die wir eigentlich beim letzten Mal schon eingesammelt hatten. Aber hey, warum nicht? Ja, wir sind in Velen unterwegs. Und sind beim letzten Mal schon auf ziemlich fiese Gegner gestoßen. Hallo? Kann ich das langsam mal einsammeln vielleicht? Ist das mal ausgebrannt? Ach, ich kann da gar nichts mehr nehmen. Ah, okay. Dann war das jetzt leider umsonst, dass ich das nochmal zerstört habe. Die Honigwaben habe ich halt beim letzten Mal schon rausgenommen. Ja, wir sind auf eine Person in Nöten getroffen. Konnten da aber nicht viel ausrichten, weil wir jedes Mal selber getötet wurden. Also letztlich waren wir derjenige, der in Not geraten ist. Aber zumindest haben wir danach noch eine Kriegsbeute gehoben, die versenkt war mal wieder. Weißt du, ein Baum in der Umgebung. Und das Pad rennt dagegen. Oh, was haben wir hier? Pilze oder sowas? Ja, komm, die nehmen wir noch schnell mit. So. Was wollte ich sagen? Genau, Kriegsbeute haben wir gefunden. So, und bevor ich jetzt weiterreite, wollte ich noch gerade was zeigen. Und zwar, was mir aufgefallen ist, als wir hier angekommen sind, gab es ja hier einen kleinen Text zum Galgenhügel. Hier stand halt, im Krieg haben beide Seiten unsäglich grausame Taten begangen und die Im Krieg haben beide Seiten unsäglich grausame Taten begangen, um die eroberte Bevölkerung in Schach zu halten. So, und jetzt ist mir nämlich aufgefallen, dass es diese Art von kurzer Beschreibung zu jedem Wegweiser gibt. Das haben wir bisher irgendwie übersehen. Also ich hab's übersehen. Und die hier fand ich auch besonders schön. Das Maulbeertal, das kleine Tal, in dem wir hier das Anschlagbrett gelesen haben. Und dort steht: Eines der ältesten Dörfer der Region verdankt seinen Namen einem gewissen ungebildeten Botaniker, der keine Baumarten voneinander unterscheiden konnte und deshalb alle nur Maulbeere nannte. Sehr schön. Ja, und natürlich gab es diese Beschreibungen auch schon in Weißgarten. Ich muss mal gerade schauen, ob es in Wüsimar. Ja, da gibt es halt nur die Burg. Einstige Heimatstadt der temerischen Könige, jetzt von Nilfgaard besetzt. Und in Weißgarten hatten wir natürlich auch ein paar Wegweiser. Die möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich fange einfach mal hier an, bei der Nilfgaardischen Garnison. Die Flussquerung bei Weißgarten ist ein wichtiger strategischer Punkt, der von nilfgaardischen Soldaten eingenommen wurde. Na, nein, verdammt. Dann haben wir hier die Sägemühle. Weißgarten ist nicht nur für sein erstklassiges Obst bekannt, sondern auch für qualitativ hochwertiges Holz für Möbel, das im Fuchswald geschlagen wird. Dann haben wir die zerstörte Brücke. Die Brücke wurde beim nilfgaardischen Angriff von temerischen Truppen auf dem Rückzug zerstört. Sie war ohnehin lausig zusammengeschustert. Kein großer Verlust. Sehr schön. Das verlassene Dorf. Vor einigen Jahren drang eine Horde Bewaffneter in diese Siedlung ein. Sie machten die Einwohner nieder und verbrannten die Hütten. Seit jenem blutigen Schicksalstag lebt hier niemand mehr. Dann haben wir die Klagebrücke. Nach einem Mädchen benannt, das auf der Brücke stand und auf die Rückkehr ihres Liebsten wartete. Oh, das ist traurig. Dann haben wir hier den Flussübergang. Vor dem Krieg überquerten Händler und Reisende den Fluss an dieser Stelle. Jetzt wird er nur noch von nilfgaardischen Soldaten überquert. Oder von Hexern. Das zerstörte Dorf. Dieses Dorf wurde kurz nach Tagesanbruch von feindlichen Truppen angegriffen. Nur wenige überlebten und diejenigen, die rechtzeitig in den Wald flohen, die rechtzeitig in den Wald geflohen waren, hatten nichts, wohin sie zurückkehren konnten. Auch traurig. Weggabelung. Hier gabelt sich die Straße. Ein Abzweig führt nach Wüsimar, der andere nach Novigrad. Mhm. Und dann haben wir hier noch die Kicherbrücke. Diese Brücke wurde nach einer Frau benannt, die aus unerfüllter Liebe den Verstand verlor. Als ihr Liebster sie verlassen hatte, lief sie den ganzen Tag hysterisch lachend darauf hin und her. Okay. Alles klar. Ich dachte, sie hätte sich vielleicht kichernd darunter gestürzt oder so. So, und zu guter Letzt die Mühle.
Karren bringen von allen Dörfern der Umgebung Getreide zur Mühle in Weißgarten. Ja, das war's. Und dann würde ich sagen, ich möchte mal so ein bisschen Richtung Hauptquest weiterreiten. Also in diese Richtung. Gut, das ist sowieso schon markiert. Ich setze aber meine eigene Markierung auch nochmal dahin, damit ich das auch selber gleich noch weiß, dass ich dahin möchte. Und dann schauen wir einfach mal folgende Straße hier. Und vielleicht finden wir ja zwischendurch noch irgendwas anderes. So viel dazu, dass das Pferd alleine dem Weg folgt. Das hat schon mal super funktioniert. Ja, das ist die falsche Richtung. Plötze. Lauf, Plötze! Also Erdkunde ist nicht die Stärke dieses Pferdes. Hier ist auch ein kleines Dorf, das auch eine Anschlagtafel hat. Aber jetzt möchte ich erstmal dran vorbei. Wir werden da auf jeden Fall noch hinkommen. Da steht auch ein kleines Häuschen. So, ich lasse Plötze mal alleine den Weg finden. Ich hoffe mal, dass es funktioniert. So kantern wir hier entlang. Und ich hoffe, dass ich nicht gleich wieder von irgendeiner Seite plötzlich mit Bolzen durchlöchert werde. Oh, hier hat aber irgendwas gewütet. Hier ist alles zerstört, alles kaputt. Das ist ein bisschen traurig, der Anblick. Vor allem, weil diese Welt hier sonst so wunderschön ist. Hier ist alles kaputt, da liegt doch einer. Oh, hier liegen mehrere. Da liegt auf jeden Fall einer an dem Baumstamm, sehe ich gerade. Okay, den kann ich aber irgendwie nicht... Hier auch nicht. Kann ich irgendwie nichts mit anfangen. Ja toll, eine Zutat kann ich sammeln. Dann nehme ich halt die Hundepetersilie hier mit. So, jetzt steht Plötze da ein bisschen blöde. So, komm nochmal hier rüber. Ja, komm. Ja, fein. Hier bin ich. Das Pferd wird auch immer fauler. Fauler mit PH. Mit PHF. Fauler. So. Was glitzert denn da hinten so? Da glitzert doch irgendwas. Sind das einfach nur Sterne oder irgendwas? Na, wahrscheinlich. Hier liegt auch schon wieder ein Toter. Langsam, langsam. Mit dem kann ich aber wahrscheinlich auch nichts anfangen, wie es aussieht. Wieso denn bloß? Oh, da, hier sind Gegner. Ghule und ein Monsternest haben wir da direkt mal. Silberschwert, dieses? Ne, das andere, ne? Silberschwert. Das da ist das Silberschwert, glaube ich. Klar, gerade mal wieder ein paar Tage nicht gespielt. Schon wieder keine Ahnung mehr. Ah, Feuer! Stirb. Lass mein Pferd in Ruhe. Plötze, alles gut, alles gut. Keine Panik. Monsterhirn. Yeah. Ghoulblut. So, kommt her, Jungs. Wir sind noch nicht fertig hier. Oh, 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 oh. Schnell mal einen Bratapfel einwerfen. Ah, ich sollte mir vielleicht wirklich mal angewöhnen, irgendwelche Sachen zu benutzen, die ich sonst seltener benutze. Der Malkaf gibt mir da immer ganz viele Ratschläge, die ich aber dann im Eifer des Gefechts immer ignoriere. Und nachher denke, hättest du mal. Giftextrakt. Achso, hier ist das Nest. Oh, ein Rubin und Asche. Ich brauche ja immer noch, was war das, Smaragdstaub oder so, ne? Oha. Was liegt hier? Kohle und Asche. Oh Gott. Ich hoffe, die Kohle ist nicht von dem Menschen, sondern von dem Wagen. Ein Ghoulnest. Ich muss es zerstören. Ja, richtig. Das musst du wohl. So, wir futtern nochmal einen Bratapfel. Ich hoffe, ich habe jetzt auch noch was, um das zu zerstören.
Monsterklaue und Monsterohr. Ein Ghoulnest. Ich muss es zerstören. Weiß. Wir zerstören das. Alles gut, Geralt. Wir sind schon dabei. Oh, puff. Und wir finden Ghoulblut, Alghul-Knochenmarkt, einen goldenen Rubinring und Monsterknochen. Yay! Super Sache das. So, weiter geht's. Wie weit ist es eigentlich noch? 312 Einheiten. Dann nehmen wir doch das Pferd. Beweg dich. Genau, beweg dich. Und zwar ein bisschen plötzlich. Plötze. Beweg dich ein bisschen plötze. So kantern wir hier entlang. So, Moment mal, warum? Die Markierung ist da hinten. Wir entfernen uns schon wieder. Plötze, wohin hast du uns geführt? Hey. Da müssen wir wohl mal querfeld einreisen hier. Oh, ich glaube, da sind Ertrunkene oder sowas. Oh Gott, ist das hier ein Sumpfgebiet? Ja, das ist ein Sumpfgebiet. Nee, Pferd, hau einfach ab. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, nicht gut, nicht gut. Gar nicht gut. Verdammt. Und schon wieder tot. Tja, so kann's gehen. Oh nein, ich habe nicht gespeichert. Ach Mann. Wer rechnet denn auch damit, dass er von irgendwelchen Ertrunkenen Stufe 4 umgebracht wird? Mann, ey. Mist, jetzt habe ich natürlich das Monsternest noch nicht zerstört. Ah, die Sache mit dem Speichern sollte ich mir auch schnell wieder angewöhnen. Ja, komm. Du kannst von einem Boot aus schnell reisen, indem du die Karte öffnest. Oh, cool. Ladebildschirm, komm schon. Mach hinne. Ladebildschirm, 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 Ladebildschirm. Und es lädt und es dreht sich im Kreis. Ah, sehr gut. Ach, dieses Spiel ist so geil. Es denkt mit. Perfekt. Wieder ein Grund mehr, dieses Spiel zu lieben. So, wir finden die gleichen Sachen wie eben. Sehr schön. So, und jetzt mache ich mich direkt hier querfeldein auf den Weg. Vielleicht sollte ich auch einfach mal meditieren oder so. Wäre eine Idee, ich könnte aber auch einfach mal was futtern. Wir haben ja die leckeren Bratäpfel bekommen. Von der Brat-Fun-Lady. So, und hier haben wir tatsächlich so ein bisschen Sumpf. Sumpfgebiet. Ja. Hier noch den letzten Bratapfel. So. Und ich muss darüber. Ja, ich schwimme jetzt einfach mal. Hier so querfeld ein. Und dann tauche ich natürlich auch, um zu schauen, ob es hier unten irgendwas Interessantes gibt. Oh, scheint aber nicht so wirklich. Oder? Was ist das da? Ja, ich glaube, das sind nur Steine. Na, Pflanzen. Das ist wieder der leckere Kreuzdorn. So. Oh, irgendwas Rotes. Ein Bär. Stufe 12. Mit Totenkopf. Juhu. Bären. Wie war das noch gleich? Bestiarium. Bären. Ach nein, ich will darüber. Bestienöl und Gwen-Zeichen. Bestienöl und Gwen-Zeichen. Was war denn Gwen noch gleich? Schutzschild. Ja, super.
Nee, was wollte ich? Das wollte ich. Schleichangriff. Oh, wow. Oh, wow, ich ziehe ihm ganze einen Punkt ab. Ist ja der Hammer. Das stört ihn gar nicht so wirklich. Würdest du bitte das Schwert ziehen, Geralt? Das wäre vielleicht eine ganz gute Idee. Autsch, 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 autsch. Ich habe das Gefühl, ich ziehe dem überhaupt nichts ab. Ja, nicht so wirklich irgendwie. Ich glaube, der tötet mich gerade mal. Ich habe aber auch das Gefühl, dass das Zeichen nicht so wirklich viel bringt. Na, okay. Bärenstufe 12, nicht gut. Letzten Spielstand Neuladen. Ich habe das Gefühl, in diesem Gebiet werden wir diesen Bildschirm noch sehr oft zu sehen kriegen. Und ich hoffe, dass das Spiel häufiger daran denkt, zu speichern als ich. Ah, der Ladebildschirm schon wieder. Das dauert immer so lang. Die meiste Hexerausrüstung hat 3 Verbesserungsstufen. Mhm. Ja, Umgebungselemente kann ich auch benutzen. Ich glaube, ich muss demnächst dazu übergehen, genau wie bei Assassin's Creed hier, die Ladebildschirme mal rauszuschneiden. Sonst dauert das zu lange. Das hilft mir leider nicht, denn ich muss sie mir trotzdem anschauen. Schon allein deshalb sollte ich nicht so häufig sterben. Weil die Ladebildschirme so unglaublich lang dauern. Aber einem solchen Spiel verzeihe ich das. Ich habe das Gefühl, dass das zu Recht so ist. Ja, und da sind wir wieder bei dem Monsternest. Wir zerstören es ein drittes Mal. So, und ich verspreche euch, dass das letzte Mal war, dass wir dieses Nest zerstört haben. Ich pfeife mir noch gerade den Bratapfel ein. Und bevor wir jetzt gleich darüber schwimmen, speichere ich dann. So. Speichern, freier Speicherplatz, alles gut. Ja, hier gibt es auch nichts Neues. Geralt, mach keinen Unfug. So, und jetzt kommen wir auch an einer leicht anderen Stelle raus, glaube ich. Hoffe ich zumindest. Und können den Bären hoffentlich ein bisschen umgehen. Aber ich schaue mal gerade an die Spitze hier vorne. Das sind immer so Orte, die sich anbieten, um irgendwas Cooles zu verstecken. So eine Inselspitze hier. Aber hier scheinbar nicht. Außer natürlich, da drüben ist eine Hütte, auch ganz schön. Tauchen wir hier nochmal gerade kurz. Gibt's hier irgendwas Cooles? Na, ich glaube nicht so wirklich. Schauen wir hier einmal ganz kurz. Nö. Ich glaube, hier haben wir nichts verpasst. So, dann machen wir uns mal weiter auf den Weg Richtung Hauptquest.
Denn wir wollen ja irgendwann Ciri finden. Da ist der Bär. Da ist der Bär. Hier schleppt der Bär. Oh mein Gott. Und hier ist, glaube ich, Blutmoos. Da, habe ich direkt erkannt. Wahnsinn. Ich kenne mich schon voll gut aus hier. Ne, dann gehe ich jetzt mal um den Bären rum. Ist vielleicht eine bessere Idee. Ich muss erstmal etwas stärker werden. So. Da vorne ist ein Dörflein. Das könnte doch schon das Richtige sein. Ja, das sieht gut aus. Halt, bevor wir den... Oh, wählen. Moment. Das war wählen Taverne am Scheideweg, glaube ich, stand da gerade. Achso, weiter reinzoomen kann ich, glaube ich, gerade nicht. Tavernenwirt. Hier gibt es auf jeden Fall auch noch ein Anschlagbrett, das wir uns anschauen müssen. Aber ich wollte eigentlich sagen, bevor wir... Nach Hause. Fremde. Sofort. Was? Fremde, nee, keine Hektik. Flieht so schnell ihr könnt. Ich wollte eigentlich mal kurz speichern, bevor ich den gelben Kreis hier betrete. Okay, und hier ist schon irgendwas los. Irgendwelche Panik wird hier geschoben. Oh nein, komm. Komm jetzt. Ach, ist doch nicht wahr. Jetzt muss ich auch noch außen rumlaufen. Hallo, hallo, Eingang? Hier. Hier ist ein Eingang. Hier gab es was zu lesen, da oben. Die Taverne am Scheideweg. So. Lauf zum Wald. Warte dort auf mich. Verstanden? Ja, Papa. Was? Wer läuft zum Los, Wald? Schnell. Was ist denn los hier? Irgendwie laufen alle weg. Aber nicht wegen mir, oder? Hier ist das Brett. Das schauen wir uns später an. Ich gehe jetzt erstmal in die Taverne. West aktualisiert. Die Nilfgaardische Verbindung. Die Taverne ist ziemlich ähnlich aufgebaut wie die andere. Nur, dass da hier irgendwie der Tresen war. Hier gibt es noch eine Tür. Ich mach mich mal direkt mit den Fluchtwegen. Ach, schau mal an. Hätte ich das gewusst. Ich mach mich mal mit den Fluchtwegen vertraut, falls hier ein Feuer ausbricht oder ähnliches. Die Notausgänge befinden sich also dort. Wer bist du? Bruno? Tatsächlich, Bruno. Hm? Ja, sehr gesprächig, der Bruno. Mit dir rede ich gleich noch. Erstmal mit den Menschen hier sprechen. Ups, das wollte ich nicht, tut mir leid. Schenk nach, Schätzchen. Du hast genug. Keine Frau sagt, wie viel ich trinken darf. Schenk nach, verdammt. Sonst kannst du meine Handrücken probieren. Was willst du? Okay. Sehr unsympathisch, der Kerl. Ach, das ist der schon, den ich gesucht habe, der Hendrik, ne? Bist du Hendrik? Nein. Red nicht mit dem. Das bringt Ärger. Wer regiert dieses Land jetzt? Der Baron. Durch wessen Dekret? Temeriens oder Nilfgaards? Durch sein eigenes. Es herrscht Krieg. Wer die Männer hat, hat das Land. Warum bist du so neugierig, hä? Wer regiert dieses Land jetzt? Okay, okay, das hatten wir schon. Durch wessen Dekret? Temeriens oder ne? Ja, ist gut. Eigene. Warum bist du so neugierig? Ist halt so. Okay, viel habe ich da jetzt nicht erfahren. Höchste Zeit, nach Hause zu gehen. Wir gehen, wenn ich getrunken habe. Unglaublich sympathisch, die beiden. Frage in der Taverne am Scheideweg nach einem Agenten namens Hendrik. Ja, ich habe mich doch gerade schon mit ihm unterhalten, oder? Oder war er das doch nicht? Ich suche einen Mann. Nennt sich Hendrik. Was willst du von ihm? Ich möchte mit ihm reden. Worüber?
Gib mir was Starkes zu trinken. Verschwinden. Zur Hintertür raus. Ich habe noch nicht ausgetrunken. Wirt! Wodka! Wer ist das? Sieht aus wie ein tapferer Krieger. Hat zwei Schwerter. Hey, Grauhaar! Warum hast denn du zwei Schwerter? Bestimmt hat er auch einen zweiten Schwanz in der Hose. Bist du taub? Spuck endlich aus, wer du bist. Oder soll ich dir die Worte mit dem Messer von der Zunge kratzen? Ah, verdammt. Jemand, der bei seinem Schnaps nicht gestört werden will. Sieh einer an. Wir haben einen richtigen Kavalier unter uns. Willst eine Stiefelpolitur, Herr? Nein, danke. Der Dreck ist zu schade für deine Hände. Bolo, hast du das gehört? Verschwindet oder ich töte euch. Verdammt, das reicht. Jetzt! Alle zusammen! Jetzt gibt's Ärger. Du wirst es nie lernen. Schade, ich war schon irgendwie gespannt auf die Antwort von Geralt bezüglich der zwei Schwerter. Oder der zwei Schwänze oder sonst was. Aber da kam leider nicht mehr so viel. Oh, 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 oh. Nein, ich sterbe schon wieder, das gibt's doch nicht. Wirklich jetzt. So, diesmal habe ich ausnahmsweise nicht in den Ladebildschirm gequatscht und ich hoffe, dass ich dran denke, ihn rauszuschneiden. Wenn nicht, dann tut's mir leid. Zumindest war das der Plan. Die Idee war, den rauszuschneiden. So, Dicker, du auch. Weißt du nicht, was geschieht, wenn der Baron von diesem Massaker erfährt? Das Dorf. Er wird es niederreißen, bevor jemand sagen kann, dass es ein reisender Mutant war. Er hat eine eiserne Faust. Wo ist Hendrik? Bist du taub? Verstehst du nicht? Der Baron wird das nicht durchgehen lassen. Beruhige dich. Euer Baron ist kein Trottel. Er wird wohl kaum glauben, ihr Einwohner hätte seine Männer mit Feldwerkzeug niedergemacht. Wo ist denn nun Hendrik? Er lebt in Heidfelde. Noch nie davon gehört. Auf der anderen Seite des Hügels. Heute früh sah ich dort ein seltsames Glühen. Kaiserliche Truppen auf Beutezug vielleicht. Wer weiß. Weißt du noch etwas über Hendrik? Merkwürdiger Typ. Kam grundlos aus dem Nichts. Machte sich an eine Witwe heran, deren Mann für einen Laib Brot niedergestochen wurde. Die Männer des Barons mögen keine Fremden. Ja, und er ging ihnen immer aus dem Weg. So als wüsste er stets, wann sie kommen. Er ist dann immer verschwunden. Danke, Wirt. Nimm den Hinterausgang. Es sind noch mehr Männer des Barons im Dorf. Kein Grund, sich um mich zu sorgen. Besser, du machst keinen Ärger mehr. Ist besser für dich und für mich. Wie gut für ihn, dass wir schon wissen, wo der Hinterausgang ist. Dass wir uns da vorab informiert haben. Ach, hier liegen auch nur noch Beutel jetzt. Hier liegen gar keine Leichen mehr. Was? Ich hab doch noch überhaupt nicht... War doch nur... Ich bin überhaupt nicht auf dem Weg zu dir gewesen, Junge. Ich wollte den Hinterausgang nehmen.
Tut mir leid, das war keine Absicht. Sind da jetzt noch mehr? Ich weiß es nicht, ich wollte ja eigentlich noch... Oh ja, da sind noch mehr, verdammt. Ich wollte ja eigentlich noch an das Anschlagbrett ran. Oh, ich glaube, der macht gerade eine Armbrust bereit. Komm schon, komm näher. Ich kann übrigens, das habe ich eben im Ladebildschirm gelesen, wie ihr gerade seht, wenn ich pariere oder wenn ich blocke, kann ich oben automatisch das Zeichen wechseln, das ausgerüstet ist. Allerdings sollte ich mich dafür wahrscheinlich erstmal besser auskennen mit den Zeichen. Ah ja, das ist die. Ganz ruhig, Pferdchen. Euch passiert nichts. So, sonst noch jemand? Oh, lecker Hühnerbrötchen. Verschlossen, Schlüssel benötigt. Na gut. Okay, ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns das Anschlagbrett an, aber jetzt können wir noch ganz schnell in die Quest schauen. Quest, 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 da. Diese hier. So, das hier hatten wir alles erledigt. Wir sollen jetzt Suche in Heidfelde nach dem Agenten namens Hendrik. Und ist hier irgendetwas an Text dazugekommen? Ich weiß es nicht, ich suche es einfach nochmal. Auf seiner Suche nach Ciri reiste Geralt nach Velen. Ein Beweis, das hatten wir auf jeden Fall schon. Warum? Kaiser? Niemand? Oder? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Grauenvoller Herrscher? Niemand war ein grauenvoller Herrscher. Geralt war auf der Suche nach einem kaiserlichen Agenten namens Hendrik, der an Ciris Fall gearbeitet hat. Er versprach sich von ihm Informationen über Ciri. Den Text hatten wir schon mal gelesen. Nun gut, und dann möchte ich aber noch gerade gucken, wo das denn auf der Karte ist. Ah ja, da drüben müssen wir dann hin. Schade, ich hatte irgendwie gehofft, dass es hier in die Richtung geht. Ich weiß nicht warum, irgendwie würde ich mich hier gerne umschauen und hier diese ganzen Fragezeichen mal besuchen. Ja, schauen wir mal, ob wir dann jetzt nach Heidfelde weiterreisen. Da werde ich mich beim nächsten Mal, glaube ich, einfach mal spontan entscheiden. Ich würde sagen, für diese Folge war es das auf jeden Fall. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.